Guten Morgen, Schatz. Hast du den Boden geändert? Was hältst du für den Fußboden, den ich ausgesucht habe? Ich mag blau, aber der tut ein bisschen weh in den Augen, Schatz. Kriegst trotzdem Kuss. Hier mit dir zu leben hat mich gelehrt, ein wenig aus was mich herauszugehen. Das ist gut für mich. Ja, aber nicht den Fußboden ändern. So. Der Wahrsager sagt, dass sie heute gut drauf sind. Nicht schlecht. Der Boden stört mich irgendwie. Wollte ich nur mal gesagt haben, wie mache ich denn einen Sprinkler nochmal? Sprinkellehre. Ich da. Hier. Goldbahn und eine Batterie. Ah, noch einen Sprinkler, einen Goldbahn und eine Batterie. So, hier. Sprinkler. Wie geht's meinem Baby? Schläft, ja? Super. Emilia schläft. Das ist gut, wenn das Baby schläft. So, hier. Hallo, mein Freund, der Bergsee war mir in letzter Zeit wohlgesonnen. Ich würde gerne mein Glück mit dir teilen, Linus. Dankeschön, Linus. 23, ja, Tag 23. Ist schon jetzt fertig. Mal gucken, mal hier. Ich kümmere mich hier. Dann ist auch nichts fertig. Da wird auch nichts fertig. Aber wir haben einen neuen Sprinkler. Was? Hier fehlt was. Das heißt, hier habe ich keine Vogelscheuche. Das heißt, irgendwo muss ich noch eine Vogelscheuche hinbauen, damit hier nichts gestohlen wird. So. Hier, weg hier, da, so. Ah, ein Sprinkler. So, Trüffel. So, hier. Wunderbar, das habe ich gestreift, ich auch mehr. Da noch mal ein bisschen, ne? So, hier gibt es Trüffel. Das ist ein braves Trüffelschwein, gibt es Trüffel. So. Wunderbar, wunderbar. Ich habe Iridiummilch. Kacke ich dir Iridiumkäse drauf? Ich glaube nicht, dass das irgendwie Iridiumkäse macht. So. Komm mal hier rein, da war jetzt Iridium drin, merkt es euch. So, zwei. Da fehlt noch eine Milch. Die Ziege hat keine Milch gegeben. Ist das so? Achso, ja, die Ziege gibt ja nicht jeden Tag Milch. So. Tut mir leid, Ziege. Gar nicht so gemeint. So, hier nochmal Trüffel. So, wunderbar. Schaut's hier aus. Die Sternenfrucht ist bald fertig. Ist auch nicht schlecht. So. Hier ein bisschen streicheln. So. Ich. Wunderbar, wunderbar. So, oh, meine Katze. Die möchte natürlich auch was trinken. Kann ja nichts zum Trinken geben. Schatz, du hättest auch die Katze füttern können. So, Wasser. Wasser für die Katze. Also, ich habe auch gehört, dass die meisten Katzen auch laktoseintolerant sind. Haha. Interessant, ne? Passiert. So, dieser, den nochmal, pack mal in den Keller. Ach ja, hier, weg da. Ach. So. Dann was soll ich oder soll ich nicht? Ja, machen wir mal. Da ist doch der Käse fertig. Ja, na denn, ernten wir den doch mal. Nein, ich wollte den Käse nicht da reinwerfen. Mensch. So, jetzt hat. Haben wir einmal den Käse hier. Alles Käse. So, weg damit. Weg damit. Weg und weg. Ah ja, hier auch. Bevor ich ihn so voll übersehen. So, ist hier sonst irgendwas frei? Nein, doch nicht. So. Es ist wunderbar aufgegangen. Jetzt kriegen wir wieder Money. Lieblingswort Money. Mich stört sie, dass hier frei ist.
Ah, jetzt fällt mir gerade an, am Sonntag hätte ich auch zu dem Händler gehen können. Aber daran habe ich natürlich nicht gedacht. Hallo? Wie es halt so ist. So. Könnt auch gleich nochmal zu Krogus gehen und zu Pierre. Damit ich die nicht gleich wieder vergesse. Dann gucken wir mal wieder. Schau mal in die Mine. Sind heute gut drauf. Ja, können auch mal in die Mine gucken nochmal. Wenn wir dann nochmal Zeit haben. Können wir dann nochmal ein paar Bäumchen abbauen. Hallo Pierre, guck mal, ich habe hier mal Marmelade für dich. Hast du eh noch nicht genug. Das ist wirklich nett, ja. So wie es ausschaut, werden wir am Ende des zweiten Jahres, ich glaube, es sind ja jetzt am Ende des zweiten Jahres, Kent will, möchte was. Kent ist mir egal. Warte, wer hat als nächstes Geburtstag? Georgie? Nee. Vielleicht kriegen wir es sogar noch hin, dass wir mit ihm super befreundet sind bis am Ende des Jahres. Wir sind ja erst im zweiten Jahr, oder? Glaub schon. Wo steht das denn? Hier so runter, natürlich. Man muss klicken, wie soll es auch anders sein? Ich vergessen. So, hier ein Geschenk für dich, Krobus. Krobus mag ich immer noch nicht am liebsten. Das ist ein fantastisches Geschenk. Für meine Leute ist es eine große Ehre, so etwas zu erhalten. Ich bin zu empfindlich, um bei Sonnenlicht nach draußen zu gehen. Die Bedingungen hier sind perfekt. Hast du einen Iridium-Sprinkler für dich? Lust, damit zu kaufen? Ja. Vielleicht einen Iridium-Sprinkler? Ach ja, heute sind ja die Dinger gut drauf. Wir gehen zum Schmied. Das machen wir. Als erstes gehen wir jetzt zum Schmied. Mit den Omnigioden. Gucken wir erst nochmal, ob die wirklich gut drauf sind. Vielleicht kriegen wir ja da was raus. Und dann gehen wir nochmal in die Mine. Wenn die Mine dann noch auf hat. Die sollte aber die ganze Zeit auf haben, von daher geht das schon noch. So, das ist doch schon mal eine gute Idee. Ich habe die besten Ideen. Heute lassen wir die Idee nicht gehen. So. Ich hätte auch gerade meine. Ach, die habe ich schon eingestreichelt. Oh, Mensch. Ich bin so zuvorkommend. So. Mal gucken. Der Boden irritiert mich. Schatz, ich bring dich um. Nein. Jetzt sind wir gut drauf, ja. Tut mir leid. So. Auf zu Clint. Ich dachte mir gerade, wie heißt er denn? Kent? Nee, Clint. Ah, auf zu Clint. Nein, nicht in die Wüste. Clint hier, genau. Stadt. Clint. Zunächst übrig. So, wie schaut's aus? Hier, hallo. Werkzeuge verbessern. Die Spitzhacke kann ich noch verbessern. Ansonsten habe ich schon alles. Die werden wir im Winter verbessern, würde ich sagen. Das ist eigentlich total kacke, die im Winter zu verbessern, aber nein, ne? Weil im Winter kann man am besten mieten. So, aber ja. So, hier, mach mal. Gib mir Iridium, danke. Sollte mindestens für einen Sprinkler reichen. Und da bin ich schon glücklich. Sonst beiß ich dich. Ja. Da habe ich mal geguckt, der kleine Vampir hieß das, glaube ich. Das war so eine Serie, wo ich mal angeguckt habe. Und da hieß es, ich glaube Anton hieß die Hauptfigur, war ein kleiner Junge. Und der hatte zwei Vampirfreunde. Und dann in der Schule haben die irgendwas durchgenommen. Also hat die Lehrerin gefragt, so was frisst das Eichhörnchen. Und dann hat er gesagt, saugt Blut. Also praktisch. Blutsaugendes Eichhörnchen. Da haben natürlich alle gelacht, ne? Aber das habe ich irgendwie noch im Kopf behalten davon. Mir ist immer noch kein Iridium dabei claimed. Ja, ich bin ja das Eichhörnchen. Von daher bin ein blutsaugendes Eichhörnchen. Der hat mir nichts gegeben. Kind, du bist scheiße. Du bist ein Stück Scheiße. Nein. Nein, ist er nicht. Bushaltestelle. Gehen wir hier das Zeug verkaufen. Warte, war irgendwas Neues dabei? Was da? Nö. Ist da auch nicht. Nein, nein, nein. Oh, ah. Hier geht's runter. In die Stadt. Mensch.
Na, da hätte ich schon fast vergessen. So, runter. Museum spenden. Haben wir das auch schon bald fertig? Das ist noch ein so ein Ding. Haben wir unten schon alles fertig? Wieso sehe ich hier nichts? Da unten. Ha, jetzt konnte ich unten was passieren. So. Wir gehen auch wieder. Das verkaufen wir. Da muss ich mich beeilen in der Mine. Und dann schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal und dann singen wir weiter. Bayerisches Sprichwort. Erst schauen wir mal und dann singen wir weiter. So. Weg damit. Weg. 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 So. Das bringt Money. So, das Zeug lassen wir natürlich hier. Das brauchen wir nicht. So. Eine Glücksmahlzeit. Es ist immer gut, wenn man eine Glücksmahlzeit haben tut. Dann frag mich, wann es nervt, ne? So, auf in die Wüste. Da habe ich Zeit, mich zu strecken. So, gut. Weiter geht's. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Ich reime heute mit lauter schlauen Sprüchen. Aber wenn sie es rallen, dann hört sich es gleich schon viel, viel besser an. Ach, scheiße. Komm einfach von dieser Seite. Ja, super. Ja. Oh, ein Iridium. Wow. Hat sich schon gelohnt. Ich kann den Iridium schon gleich machen. Jetzt habe ich noch 5. So. Oh, wir haben sogar 6. Wir haben gar nicht so viel Leben verloren. Oh, da ist auch so ein Ding. Das geht auch weg. Ich kriege mal sogar noch ein bisschen mehr. Ups. Immer noch zu blöd, hier rumzuschlagen. So. Weg. Mein Weg. So. War da noch irgendwo was unten? Nö. Was zum Zerstören. Eine Höhlenkarte. So. Da war schon wieder so ein Ding. Hey. Na komm, gib mir ein Iridiumbaum. Kann ich mal hoffen. Da ist noch eins. Und da höre ich schon wieder so ein Mist. Wie? Was soll das denn? 2? Noch 1, ja. Wir farmen jetzt die Viecher. Nein, wir gehen natürlich runter. So. Gibt's hier irgendwo was Interessantes? Ich geh schon. Schon weg. Hallo? Hab mir was zum Essen gegeben. Toll. So, wie viel steht das hier? 125, 80. Wir nehmen das Essen von Linus. Damit wir wieder voll sind. So, oder fast voll. So. Ich nehme das noch ein bisschen mit. Haben wir da irgendwo was Schönes? Ne? So wie zum Beispiel Helium? Ne, wir haben eine Leiter. Hey. Ich hoffe bloß, dass jetzt keine Aale kommt. Ja. Kriegaale-Dingens. Komm. Heute sind sie gut drauf. Das heißt, wir könnten hier mindestens ein paar Waren rausholen. Ich weiß, dass ich scheiße bin. Im Fighten mit dem Schwert. So, weg. Ich habe bis jetzt haben wir immer noch kein Iridium bekommen, oder? Eins. Weiß ich nicht. Mal gucken, Glücksmahlzeit. Könntest du mal eine Glücksmahlzeit versuchen? So, noch nicht mehr Glück. Jetzt hau raus, die Barren. Ich
möchte mindestens 2 Barren haben, ne? Wenn ich nach Hause komme, möchte ich 2 neue Sprinkler machen. Damit sich das ja auch gelohnt hat. So, hochkonzentriert. So. Wunderbar, na komm. Weg da. Jetzt hat immer noch keinen Barren bekommen, was soll das? Jetzt hat sich noch nicht rentiert. Nicht mal die Glücksmahlzeit. Das ist traurig. So. Das ist auch nichts. Hier haben wir noch. Das ist der letzte Mob. Was? Das ist auch traurig. Na komm. Das war gar nichts. Schade. Satz mit X war wohl nichts. Dafür haben wir hier ein Schwammerl. Ein rotes, giftiges Schwammerl. So. Ja, sind hier keine Mobs da? Nö. Keine interessanten Mobs. Ich meine jetzt keine Aale, nein. Ich meine auch keine Fledermäuse. Brauche ich nicht. Ach du Kacke. Super. Ha. Da hat die Nummer Glück. Ich dachte schon. Überlegt gerade, was ich mir heute zum Mittagessen machen kann. Vielleicht ein geräucherten Aal? Nein, Veganer jetzt. Weg da. Weg, weg. Ich überlege mal, ob ich nicht das machen möchte, was ich die letzten Tage gegessen habe, weil das relativ gut war. Ich habe mich jetzt übrigens auch mit Auberginen angefreundet. Ja, ich mag Auberginen gar nicht. Mich angefreundet damit. Zumindest wenn ich die zubereite, schmecken die jetzt gut. So, jetzt weiß ich auch, was der gute Geschmack war in meiner vegetarischen Lasagne, die ich immer gegessen habe. Ich dachte immer, das wäre scheiße gewesen, weil die so komisch schwammig waren und ich wollte die nicht essen, aber die haben einen guten Geschmack da reingemacht. Ja, also Auberginen sind gar nicht so böse, wie ich dachte. Jetzt, wie weit sind wir denn schon unten? Ja, wir sind sogar schon auf Ebene 9. So, gucken, wie viel Uhr ist es denn schon? Ist schon 21 Uhr wieder. Krass. Wenn man in der Mine ist, vergeht die Zeit echt wahnsinnig schnell. So, mal gucken. Ein Loch. Wenn ich jetzt reinspringe, ich muss mal was essen. Wir essen. Das hat aber viel. Wir essen das hier. Minus 30 bin ich tot. 60. Glück haben wir noch. Na, den gewürzten Aal. Einfach mal so. Da bin ich auf jeden Fall sicher, dass ich nicht sterbe beim nächsten Mal. Was? Ist nicht mal? Krass. Hä, wie kann das sein, dass ich nicht volles Leben habe? Bin ich denn aufgekommen? Es klang gerade, als wäre ich irgendwo aufgekommen, wo ich wieder hochgefallen wäre. Hallo? Oh, ein Loch. Jetzt geht's aber los. Komm, weil es so gut geht, hier gleich noch mal eins. Es wird schon langsam knapp hier. Da habe ich ja keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt noch ein paar Dinger wegmachen. Ein paar Bäumchen. Und dann passt das. Ich habe keine Axt dabei. Ich gehe nach Hause. Mir reicht's. Wir kommen morgen und machen Bäumchen weg. Es ist auch schon spät. Da hätte ich jetzt doch die Axt mitnehmen sollen. Ja, ich habe das Essen verschwendet. Ja, ich weiß.
passiert. Aber es hätte ja sein können, dass ich dann gleich wieder ein Loch finde, ja? So, man kann ja immer mal hoffen. Ich hätte auch nochmal zum Zwerg gehen können. So, mal hier. Das da weg, das da weg. Wo haben wir sonst noch Mob drauf? Wir haben sogar zwei von diesen Dingern bekommen. Krass. Weg damit. Weg damit. Und Iridium können wir jetzt machen. Juhu. Dann machen wir einen Iridium-Bar und nichts einen. Besser ist keiner. So. Warte, war da auch Quarz? Nö, was sonst habe ich hier immer Quarz noch mit drin gehabt? Gerade so echt 207er von Hartholz. Ach ja, das ist nicht Hartholz, gut. Oh, ich habe mich schon gewundert. So. Diamantenhammer, ja. Damit. Die Pilze kommen. Soll ich hier rein? Nö. In die Essenskiste. Mann. Da, das war die Kiste. So. Ah, die guten Pilze brauchen wir ja eigentlich nicht. Können wir mal verkaufen. So. Hier weg damit. Die Höhlenkarotte noch mit rein. Weil dann... Oh. Ja. So viel Zeug brauchen wir nicht. Dann kriegen wir lieber ein bisschen noch mehr Geld. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld mit raus. Was auch nicht so schlecht ist. So viel Essen haben wir nicht. Müssen wir demnächst wieder kochen. Dann gehen wir wieder in die Mine. So. Wenn ich jetzt nur mal Spaß halber kurz nachgucke, was ich hier machen kann. Ein Rhabarberkuchen. Hatte ich den Rhabarberkuchen schon? Dann gucken wir mal morgen nach. Der Boden stört mich immer noch. Schätze, du bist ein Arsch. Du sollst nicht einfach Entscheidungen treffen, ohne mich davor zu fragen. Ich bin vielleicht ein etwas zurückgezogener Typ. Aber ich bin immer glücklich, wenn du hier bist. Ja. Ich wollte sagen, bitteschön. Bei mir ist es gut, dich zu sehen. Es ist sehr beruhigend, wenn du hier bist. Ja. So. Gute Nacht. Ah ja, wir sind im zweiten Jahr. Mal schauen, ob wir es bis Ende des zweiten Jahres schaffen. Ja, mit jedem gut befreundet zu sein und meine ganzen Äxte, also meine ganzen Tools auf Iridium abzugraden und so viel Iridium-Sprinkler zu haben, wie ich haben möchte. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich glaube es irgendwie nicht mehr, aber man kann immer hoffen. So, gute Nacht.